Das Wichtigste ist Sattu-Pulver. Das besteht aus gerösteten und anschließend gemahlenen Kichererbsen. Für 2 Becher brauche ich 100 Gramm davon. Dazu ein bisschen Salz. Das Sattu-Mehl ist ein wahres Superfood. Es ist vollgepackt mit guten Eigenschaften. Reich an Eiweiß, Ballaststoffen, Calcium, Eisen und Magnesium. Dazu ist Sattu glutenfrei und vegan. Suchoi vermengt das Pulver mit Wasser und rührt es kräftig mit einer Holzkelle um. Ich muss die Kelle schnell rotieren lassen, denn das Kichererbsenmehl verklumpt stark und keiner mag einen mehligen Brocken im Mund haben. Dazu würzt Suchoi den Drink mit dem Saft einer frischen Limette, ein paar gehackten Zwiebeln, grünem Chili und Koriander. Nochmals kräftig umrühren und ab damit in einen Becher.